Rom 80 nach Christus, prächtige Kaiserstadt und Millionen-Moloch. Wirkungsstätte von Quintus Pompeius Naso. Er ist Feuerwehrmann. Das Leben findet auf den Straßen statt. Selbst die intimsten Geschäfte erledigen die Römer öffentlich. Im Ingenieurwesen sind sie hochmodern. Dafür kämpft die Stadt mit anderen Problemen, der täglichen Brotversorgung oder auch mit skrupellosen Immobilienhaien, die Pfusch am Bau betreiben und horrend hohe Mieten fordern. Quintus fahndet nach Einsturzgefahr und Brandfallen, patrouilliert täglich durch die Stadt. Dabei riskiert er Kopf und Kragen, auch vor Gericht. Mut und Tapferkeit sind für ihn nicht nur Ideale, sondern römische Bürgerpflicht. Tausende Feuerwehrleute wie Quintus sichern das Überleben in der Hauptstadt des Imperiums. Sie sind Helden des Alltags. Ihre Geschichte kennt fast niemand. Juni 80 nach Christus. Das Römische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das Imperium beherrscht weite Gebiete der damals bekannten Welt mit über 30 Provinzen. Rom ist die Hauptstadt. Sie erstrahlt in Pomp und Pracht. Der Kaiser spendiert Monumentalbauten. Das Kolosseum wird in 100-tägigen Spielen eröffnet. Rom ist Sehnsuchtsort für alle, die von einem besseren Leben träumen. Doch für die meisten ist der Alltag in der Kapitale wenig glanzvoll. Etwa 1 Million Menschen drängeln sich auf nur 13 Quadratkilometern Fläche. Die Mietwohnungen, die Insulae, stehen dicht an dicht. Brände sind an der Tagesordnung. Gerade erst hat ein verheerender Großbrand auf dem Marsfeld gewütet. Die öffentliche Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun. Über die ganze Stadt verteilt gibt es mehrere Wachen, rund 3500 Feuerwehrmänner, alle ehemalige Sklaven. Quintus Pompeius Naso gehört auch dazu. Mit der ersten Stunde, nach römischer Zeit um 7 Uhr, beginnt Quintus Dienst. Der 25-Jährige ist schon seit 3 Jahren dabei, gilt als erfahren und pflichtbewusst, übernimmt oft schwierige Aufgaben. Wie ein Drittel aller Bewohner Roms wird Quintus als Sklave geboren, kann sich aber von seinem Besitzer freikaufen. Er hat seinem Herrn ergeben gedient. Seither gehört er zu einer kleinen, aber ehrgeizigen Gruppe in der römischen Gesellschaft. Die freigelassenen Sklaven. Sie können aufsteigen und sogar die vollen Bürgerrechte erwerben. Die Aussichten sind besonders gut, wenn sie gebildet sind oder sich in gefährlichen Berufen bewähren. Seit Kaiser Augustus ist die römische Feuerwehr militärisch organisiert. Bis zu 100 Mann wohnen gemeinsam in einer Wachstation. Bei der morgendlichen Zahnpflege ist Quintus, wie alle Römer, auffällig gründlich. Er benutzt Salbeiblätter und putzt mit den Fingern. Weiße Zähne sind Schönheitsideal und Statussymbol zugleich. Deshalb wird das Gebiss nach dem Putzen mit einem Gemisch aus Marmorstaub und Bimsstein eingerieben. Die Methode hinterlässt allerdings Schleifspuren. Mundgeruch ist den Römern besonders peinlich. Minzprodukte zu benutzen, damals noch nicht üblich. Abhilfe schaffen soll der Saft von in Essig gekochten Fröschen. Heute weiß man, dass Froschhaut tatsächlich antibakterielle Stoffe enthält und das herbe Gebräu wahre Wunder bewirkt hat.
Hinter einer unscheinbaren Fassade verbirgt sich Roms einzige erhaltene Feuerwache aus der Antike. Zwei Stockwerke unter dem heutigen Straßenniveau. Das sogenannte Exkupitorium Nummer 7 ist keine einfache Station, sondern gleicht einer Kaserne. Mit einer großen Halle und einem eigenen Altar. Aufgebaut zu Ehren der Schutzgötter der Feuerwehr von Rom. An den Wänden haben Forscher Graffiti entdeckt. Die Botschaften aus dem Dienstalltag zeugen davon, wie gefährlich ihr Beruf gewesen ist. Wie gefährlich der Einsatz war, zeigt ein typisches Graffito. Da schreibt ein Feuerwehrmann: Meine Schicht ist zu Ende. Zum Glück bin ich gesund und munter. Ich bin heil zurückgekommen. Dank sei dem Genie unseres Anführers. So weit, so gut. Wir erfahren aber noch mehr, denn wir erfahren auch etwas über die Seele dieser Menschen. Um göttlichen Schutz beten Quintus und seine Kameraden mindestens zweimal am Tag. Bei Schichtbeginn und Dienstende. Das gehört zum Alltag eines Römers wie Brot und Wein. Die Männer wünschen sich nicht nur Gesundheit, sondern auch Erfolg. 6 Jahre müssen sie sich immer wieder aufs Neue bewähren, bevor ihnen als Exsklaven das volle Bürgerrecht winkt. Am 15. Juni 80 nach Christus haben sie Gelegenheit dazu. Beim Morgenappell verteilt der Centurio die Aufgabe des Tages. Kohorte! Cominiciate officio. Eco hac officio odierno. Video multas casas cum foco. Mit heutigem Schullatein sind die alten Römer nur schwer zu verstehen. Damals hat man Vulgärlatein gesprochen. Das ähnelt eher dem heutigen Rumänisch. Aber was er sagen will, lautet frei übersetzt in etwa: Männer! Ihr überprüft heute sämtliche Feuerschutzeinrichtungen der Insule. Wir hatten viele Brände in letzter Zeit. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass in allen Häusern die gesetzlichen Brandschutzregeln eingehalten werden. Quintus, sieh dir die Insula Nassia an. Dort haben sich die Nachbarn schon beschwert. Es gibt wohl ein Problem beim Brandschutz. Zu Befehl, Centurio. Geht. Die Feuerwehrmänner haben es nicht weit zu den Wohnvierteln. Denn in Rom gibt es 7 Wachstationen, zuständig für jeweils 2 Bezirke, die schnell erreicht werden können. Wenn es da nicht das tägliche Verkehrschaos gäbe. Vorsicht! Die Straßen sind eng, tagsüber gibt es kaum ein Durchkommen. Überall herrscht hektisches Treiben, warten Händler auf gute Geschäfte. Eine Rasur, der Herr? Nee, später. Ich muss zur Arbeit. Jeder, der kann, hält sich draußen auf. Die Mietwohnungen sind eigentlich nur zum Schlafen und Essen da. Privatsphäre ist selten. Auch für Schamgefühle ist im alten Rom kein Platz. Für das kleine Geschäft am Morgen stehen für Männer Amphoren bereit, aufgestellt an den zentralen Plätzen der Stadt. Der ammoniakhaltige Urin ist ein begehrter Rohstoff bei den Gerbern. Auf die gewerbliche Nutzung erhebt Kaiser Vespasian sogar eine Steuer. Von ihm ist der Spruch: Geld stinkt nicht. Auch größere Geschäfte finden in der Öffentlichkeit statt. Den Luxus einer eigenen Toilette im Haus kann sich nur die Oberschicht leisten. Quintus nutzt wie das Gros der Römer die Forica, wie man die Latrine nennt. Ein Plumpsklo. Die Latrine ist ein beliebter Ort der Begegnung, von Klatsch und Tratsch, politischen Ränkespielen. Geschlechtertrennung gibt es nicht. Auch Klopapier ist Fehlanzeige. Dafür kennen die Römer den Kloschwamm, er gehört zur Ausstattung einer Forica. Gereinigt wird er in einem Bad aus Essigwasser. Und ist der Toilettengang erledigt, findet es damals niemand anstößig, den Schwamm nach Gebrauch einfach an den Nächsten weiterzureichen. Hygieneverhältnisse in einer Weltstadt. Dennoch gilt das Latrinensystem der Antike als fortschrittlich, denn es kommt ohne die üblichen Geruchsbelästigungen aus. Es ist auf jeden Fall mit dem Gestank moderner,
Metropolen etwa im 18., 19. Jahrhundert, Paris, London und so weiter, überhaupt nicht zu vergleichen, sondern war sehr viel moderater. Und es gibt ein interessantes Quellenzeugnis, nämlich, dass auch die Satiriker, die sonst über alles spotten und herziehen, über Gestank kein Wort verlieren. Nun kann man vermuten, vielleicht, weil sie so daran gewöhnt waren, aber an andere Dinge waren sie genauso gewöhnt, zum Beispiel den Krach, der in Rom herrschte. Und über den wurde also ganz kräftig gestöhnt. Für die Luftverbesserung sorgt ein ausgeklügeltes Kanal- und Abwassersystem. Berühmt ist die Cloaca Maxima, eine Teilstrecke der Anlage, über die ein Großteil des Unrats in den Tiber gelangt ist, um von dort weiter ins Meer zu fließen. Anders im 200 Kilometer entfernten Herculaneum. Dort hat sich der Müll der einstigen Bewohner über Jahrtausende erhalten. Er liegt in Sickergruben knapp 4 Meter unter der Erde, konserviert beim Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus. Als der Archäologe Domenico Camardo und sein Team die Gruben freilegen, steht die verbackene Schicht noch etwa 1,5 Meter hoch. Ableitungen fehlen. Dafür entdecken die Forscher in den Wänden große Löcher. Vorrichtungen für dicke Balken, die quer über die Gruben gelegt waren. Dort mussten Sklaven herumbalancieren und den Unrat mühselig mit der Hand herausschaufeln. Im Vergleich zu Rom eine altmodische Methode. Wir befinden uns direkt unter einer der wichtigsten Bäckereien von Herculaneum. Neben einer Presse und einem Ofen haben wir jede Menge Getreidereste gefunden, die von der Mehlherstellung stammen. Und glücklicherweise haben wir hier unten sogar auch ganze Getreidekörner gefunden. Getreide ist damals nicht nur eine Zutat, sondern auch Zahlungsmittel. Als Zuschuss wird es an die Armen verteilt, die es beim Bäcker gegen fertig gebackenes Brot eintauschen können. Doch nicht immer ist garantiert, dass der Vorrat für alle reicht. Immerhin stehen rund 300.000 Römer auf den Rationierungslisten. Und fast das gesamte Getreide muss importiert werden. Ein Brot bitte. Quintus bezahlt einen Teil seines Brotes selbst, mit Münzen. Als angestellter Feuerwehrmann bekommt er nur einen kleinen Getreidezuschuss. Er gehört nicht zu den Ärmsten der Armen. Hundesohn, elende Kau! Das römische Standardbrot wird in Tortenform gebacken, so wie das heutige Pizzabrot. Bei der Qualität gibt es jedoch große Unterschiede, auch im Preis. Trotzdem kommt Brot immer auf den Tisch, ob zum Frühstück, Mittag oder Abendessen. Die Basis der römischen Küche ist eine einfache, mediterrane Küche, so wie wir sie heute kennen. Was es damals wahrscheinlich noch nicht gab, war Pasta. Möglicherweise gab es so eine Art Prototyp, frische Pasta, keine getrocknete. Das ist nicht ganz klar. Aber wenn, dann gab es sie eher selten. Die Grundnahrung damals war Brot, Gemüse und ein wenig Fleisch. Für Schmuck oder Edelsteine haben die wenigsten Geld übrig, trotz des einfachen Speiseplans. Nur eine kleine Oberschicht kann sich Luxusartikel leisten. Der Durchschnittsrömer lebt bescheiden. Das gilt auch für Quintus. Mit seinem Lohn kommt er gerade so über die Runden. Eine Familie kann er damit nicht ernähren. Ein Wein bitte. Entsprechend karg fällt sein Frühstück aus. Wein muss aber sein. Das trinken die Römer immer. Selbst am helllichten Tag, allerdings mit Wasser verdünnt. Die Gefahr, sich Keime oder Erreger einzufangen, ist geringer als bei Wasser pur. Spätestens gegen 9 Uhr hat Quintus gefrühstückt. Zeit für die geplante Inspektion der Insula Nasiae, einer der zahlreichen Wohntürme Roms. Mit 5 bis 6 Stockwerken sind sie so hoch, dass kaum mehr Sonne in die engen Straßen dringt. Heute stehen in Rom nur noch die Überreste einer Mietskaserne, die der Insula dell'Ara Coeli am Fuß des Kapitols. Der Baukörper aus dem 2. Jahrhundert nach Christus ist fast vollständig erhalten. Bis zu 380 Menschen sollen dort gearbeitet und gewohnt haben.
Familien aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, vereint unter einem Dach. Unten wohnen die Gutsituierten und weiter oben die immer schlechter Bezahlten, bis ganz oben die Armen wohnten. Das heißt, wir haben eine vertikale Differenzierung in der Lage und nicht wie bei uns heute nach Wohnvierteln eine Differenzierung. Jede Insula ist ähnlich aufgebaut. Im Erdgeschoss liegen die sogenannten Taberne, die Ladengeschäfte. Darüber liegt ein Zwischenstock, vermutlich genutzt für Lagerräume oder Schlafstätten. Erst darüber beginnen die Mietwohnungen. In der Regel gehen sie über 2 bis 4 Etagen. Je höher die Wohnungen liegen, desto armseliger und kleiner werden die Räume. Heute sieht das alles offen und hell aus, aber in der Antike, das sieht man sehr schön hier an den unteren Lagen von Ziegeln, waren hier natürlich Wände bis zur Decke hochgezogen. Das heißt, das war ein ganz kleiner, dunkler Raum. Er bekam Licht allein durch die Tür, wenn sie offen war, und durch dieses kleine Fenster, was man oben über der Tür leicht schräg von der Mitte angebracht hat. In den Dachkammern wohnen meist Arbeiterfamilien. Holzleitern sind der einzige Zugang. Praktisch für die Vermieter. Bleibt eine Zahlung aus, ziehen sie die Leiter einfach weg. Der Mieter ist ausgesperrt. Weil Wohnraum knapp ist, werden selbst Dachwohnungen für 1.000 Sesterzen pro Jahr vermietet. Das entspricht in etwa dem Jahresgehalt eines Tagelöhners. Deshalb werden Zimmer oft untervermietet. Der Durchschnittsrömer haust auf 3 bis 5 Quadratmetern. Die Wohnungen sind aber nicht nur eng, sondern auch gefährlich. Man geht davon aus, dass es bis zu 100 Brände im Rom am Tag gegeben hat, von denen mindestens 2 jeweils schwerwiegender waren. Das heißt, es musste in jedem Haus Feuerschutzmittel vorhanden sein. Entsprechende Vorschriften, eine Art Feuerlöscherpflicht, gelten seit dem großen Brand zur Zeit von Kaiser Nero. Die Mieter müssen im Hof der Insula Gerätschaften für die Feuerwehr bereithalten. Das gilt auch für die Anlage von Nassius. Dazu gehören Leitern, Lumpen und Binsenmatten zum Ersticken des Feuers, Besen und Patschen zum Ausschlagen der Flammen. Und natürlich müssen Wassereimer bereitstehen. Gefüllt, versteht sich. Jede Insula hat Zugang zu nahegelegenen Brunnen. Die meisten Römer halten sich an die Vorschriften. Sie wissen, sonst droht eine schwere Strafe. Hey, hey, hey. Das ist kein Spielzeug. Quintus ist befugt, die Bewohner abzumahnen. Der Funke, der in Sekundenschnelle ein verheerendes Feuer entfachen kann, entsteht meist in den oberen Wohnungen, bei den einfachen Leuten. Hallo? Denn dort ist oft alles aus Holz und Fachwerk. Ist jemand da? Und es wird im Zimmer mit offenem Feuer hantiert. Die meisten hatten sicher keine Küche und kein fließendes Wasser. Wenn sie heizen wollen, dann sind Kohlebecken zur Verfügung mit glühenden Kohlen. Ist jemand zu Hause? Feuerwehr, Inspektion des Brandschutzes. Sie haben überhaupt kein Wasser mehr in den Eimern auf dem Flur. Bitte füllen Sie alle Eimer auf. Wir können Ihnen nicht helfen, wenn das hier brennt. Das geht so schnell, dass die Schüssel einmal umkippt, dann ist hier überall Feuer. Doch schlimmer als die Versäumnisse der Mieter wiegt die schlechte Qualität der Bausubstanz. Das ist alles Holz. Was in den unteren Stockwerken noch solide aus Stein gemauert ist, wird im Obergeschoss aus leicht brennbarem Material gebaut. Die Investoren sparen, wo sie können. Es gibt noch keine Feuerversicherung. Im Brandfall bekommen sie nichts erstattet. Deshalb greifen die Bauvorschriften nicht. 3 Meter Mindestabstand ohne Balkone und Anbauten müssten eingehalten werden. Holz und Fachwerk als Baumaterial sind verboten. Viele Mietshäuser sind wie tickende Zeitbomben. Sie denken an das Wasser? Ja? Ich komme in 2 Tagen wieder und kontrolliere.
Wegen der Hügellage kann Rom nur in die Höhe wachsen. Die Reichen leben in eingeschossigen Stadthäusern, in den Tälern und an den Hängen aber blüht massiver Wildwuchs von Wohntürmen, meist schlecht gebaut. Nur um so viel wie möglich Profit herauszuschlagen. Überhaupt spielte Baupfusch eine große Rolle. Das wissen wir nicht zuletzt daraus, dass es immer wieder Gesetze gab und Maßnahmen der Kaiser, um das zu verhindern, um für mehr Sicherheit zu sorgen und um den Baupfusch zu reduzieren. Gerade aber, dass es so viele Vorschriften und Regeln gab, weist darauf hin, dass es da auch Missstände gab. Da ist er. Sprich mit ihm. Quintus? Centurio. Centurio, es stimmt. Diese Insula ist der reinste Brandherd. Ist das so? Ja, das ist alles Fachwerk. Heruntergekommen, nicht repariert. Und es ist viel zu eng. Man kann durchs Fenster das andere Gebäude anfassen. So eng ist das. Das erzählst du am besten gleich dem Richter. Du musst ohnehin eine Aussage machen vor Gericht. Hast du mich verstanden? Eine Aussage? Für wen? Für Falco, seinen ehemaligen Besitzer. Falco ist ein mächtiger Baulöwe und will Nassius, seinen ärgsten Konkurrenten, verklagen. Quintus wird vor Gericht als Zeuge gebraucht. Deshalb musstest du die Insula von Nassius ja inspizieren. Du sollst aussagen, wie miserabel die Häuser dieses Verbrechers gebaut sind. Enttäusch mich nicht, klar? Man ist sich gegenseitig verpflichtet. Nicht nur der Schwache, der Ohnmächtige gegenüber dem Mächtigen, sondern auch der Mächtige gegenüber dem Schwachen. Das Patronagesystem schafft nämlich im Prinzip, etwas zu überbrücken, was schwer zu überbrücken ist, nämlich die Differenzen zwischen einem sozial Starken und einem sozial Schwachen, zwischen einem Reichen und einem Armen. Die Differenz ist klar und wird auch nicht in Frage gestellt. Aber es herrscht zwischen beiden eine Solidarität und Loyalität wie zwischen Freunden. Vor 4 Wochen brannte ein anderes Mietshaus von Nassius Lichterloh. Das Feuer hat auch eins deines Patrons zerstört. Quintus muss Falco helfen. Er ist seinem ehemaligen Besitzer zeitlebens moralisch verpflichtet. Die Patronatsidee von einst lebt bis heute weiter. In der italienischen Mafia. Quintus geht hinüber zum Forum Romanum, dem Zentrum des öffentlichen Lebens. Dort wird nicht nur Handel getrieben oder gefeiert, dort werden auch alle wichtigen Staatsangelegenheiten und prestigeträchtigen Prozesse verhandelt. Dazu gehört auch der Fall Nassius gegen Falco. Die Gerichtsakte aus Are Flaviae, dem heutigen Rottweil, ist der einzige erhaltene Prozessbericht aus römischer Zeit. Denn die Römer haben ihre Verhandlungen auf Bronzetafeln protokolliert, die in späteren Jahrhunderten eingeschmolzen und recycelt wurden. Auf der Vorder- und Rückseite, dicht beschrieben, dokumentiert die Akte ein faules Kreditgeschäft. Dabei verklagt ein Geschäftsmann einen anderen, dem er viel Geld geliehen und es nicht zurückbekommen hat. Der Beklagte will seine Schuld nicht begleichen, trotz mehrfacher Aufforderung. Der Gang vor Gericht ist damals die einzige Möglichkeit, sein Recht geltend zu machen. Was jetzt bestimmte Rechtsbeziehungen betrifft, sind die Römer Streithanseln, so wie wir es sind, zum Beispiel in Nachbarschaftsverhältnissen. Zum Beispiel zwischen mehreren Parteien eines Mehrfamilienhauses. Zum Beispiel bei Erbschaftsangelegenheiten, wo also über Generationen hinweg Feindschaften gepflegt werden, die sich auf irgendwelche ganz alten Sachverhalte beziehen. Ist es also nicht eine allgemeine Neigung zur Streitlust, sondern es sind diese Konstellationen, in denen man eben dauerhaft verfeindet ist und deswegen auch bei Kleinigkeiten sofort Rechtsstreit sucht. Die Chronisten Roms berichten, dass heiße Sanierung damals ein Dauerbrenner-Thema ist. Besitzer werden beschuldigt, ihre Hochhäuser angezündet zu haben, um mit Neubauten höhere Mieten zu erzielen. Auch Klagen, wie im Fall Nassius, sind überliefert. Baupfusch wird immer dann hart bestraft, wenn das betroffene Gebäude eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.
ich kann jetzt von dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem das gefährliche Haus steht, verlangen, dass er mir für den Fall, dass das Haus einstürzt und bei mir Schäden verursacht, Sicherheit leistet. Damit ich mich dann aus dieser Sicherung befriedigen kann, um die Schäden an meinem Haus zu reparieren. Und wenn er sich weigert, dann kann ich mich vom Magistrat in den Besitz des Hauses, des Nachbarhauses einweisen lassen, damit ich dann die notwendigen Maßnahmen selbst dort ergreifen kann, die mein Haus absichern. Das geht so weit, dass ich sogar das Recht bekommen kann, das Nachbarhaus abzureißen, damit es nicht auf mein Haus stürzt. Um 12 Uhr mittags erscheint Quintus im Gerichtssaal. Kein leichter Gang. Im Fall Falco gegen Nassius geht es um eine hohe Schadensersatzforderung seines Patrons. Quintus' Aussage könnte das Zünglein an der Waage sein. Sein Ruf steht auf dem Spiel und seine Zukunft, sollte sein Patron vor Gericht verlieren. Verhandlungen beizuwohnen ist bei Römern äußerst beliebt. Ein Prozess garantiert Spannung und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Es geht vor allem darum, die Richter emotional zu überzeugen. Darauf zielt die gesamte Strategie beider Parteien ab. Sie inszenieren sich wie in einem klassischen Drama. In der Regel geht das so. Der Kläger bringt einflussreiche Bürger mit, um seine Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Der Beklagte, der Mitleid erregen will, kleidet sich mit Absicht ärmlich. Beide Parteien engagieren die besten Anwälte, die sie bekommen können. Sie vertreten die Interessen ihrer Klienten nach allen Regeln der Redekunst. Für die richtige Geräuschkulisse sorgen die Zuschauer. Mit Zwischenrufen versuchen sie, die Verhandlung zu beeinflussen. Die Vorwürfe sind unverfroren. Mein Mandant ist ein ehrbarer Bürger. Seine Familie tut sehr viel für Rom. Er hat 14 Häuser gebaut, ausnahmslos alle für ärmere Familien. Seht ihn an. Er gönnt sich nichts, damit es anderen besser geht. Eine Verurteilung wäre ein grober Fehler, verehrtes Gericht. Nassius ist ein ehrenwerter Mann und für ganz Rom ein Gewinn. Das Plädoyer des Anwalts von Nassius kommt beim Publikum gut an. Wir dürfen uns auch vorstellen, dass das Publikum gerade dafür eben herbeizitiert worden ist. Also wenn jemand bestimmte Menschen bezahlt dafür, dass sie im richtigen Moment Bravo schreien, wenn jemand seine Klienten oder Freigelassenen im Publikum unterbringt und sie instruiert, wann es wichtig ist, dass sie Empörung oder Zustimmung signalisieren, davon wissen wir durchaus. Der genannte Plinius berichtet im Einzelnen davon. Nassius hat viele Klaköre herbeigeschafft. Für Falcos Anwalt wird es schwer. Das ist alles gelogen. Der Beklagte ist gewissenlos, ohne jeden Skrupel. Von wegen Ehrenwert. Er will nur die Mieteinnahmen. Der Zustand der Häuser kümmert ihn einen Dreck. Seine Insulae sind tickende Zeitbomben. Ein kleines Beben und alle Gebäude fallen in sich zusammen wie Kartenhäuser. Ein kleiner Funken und ein ganzes Stadtviertel brennt nieder. Der Beklagte ist kein Gewinn für die Stadt, verehrtes Gericht, sondern eine Gefahr. Wir können beweisen, wie erbärmlich der Zustand der Häuser ist von diesem ehrenwerten Mann. Der Vigilier hat sich höchstpersönlich ein Bild von den Bruchbuden gemacht. Das Stichwort für Quintus. Auf seine Glaubwürdigkeit vor Gericht kommt es jetzt an. Ich war erst heute Morgen in einem Haus von Nassius. Im ersten Bezirk. Und es war mit Abstand das gefährlichste Gebäude, das ich je in dieser Stadt gesehen habe. Moment! Verehrtes Gericht, hier steht kein neutraler Gutachter, sondern ein gefälliger Sklave von Falco. Die Wahrheit erfahren wir nur durch Folter. Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen der Situation des Zeugen heute und der Situation in der römischen Kaiserzeit ist derjenige, dass ein Zeuge unter Umständen gefoltert werden kann. Nicht jeder kann gefoltert werden. Ich kann nicht irgendeinen römischen Bürger einfach so foltern lassen. Aber bei einem Sklaven kann ich es normalerweise durchaus. Und ein Freigelassener ist ja fast noch ein Sklave. Das ist ein ehemaliger Sklave, der diesen Makel eigentlich nie richtig los wird und der gesellschaftlich immer noch relativ rangniedrig ist. Und wenn jetzt der Verdacht besteht, dass dieser Freigelassene offenbar nicht genau das sagt, was er wahrgenommen hat, dann droht ihm dieses Instrument der Folter. Quintus hat nicht gelogen, aber vor Gericht siegt nicht immer, wer das Recht auf seiner Seite hat. Für Quintus ist erst einmal Feierabend.
Zeit für Sport, Spiel und Spaß. Das Angebot in Rom ist groß. Es gibt die Rotlichtviertel, Thermen, Sportstätten, eine Wagenrennbahn und seit kurzem das Kolosseum. Das gigantische Amphitheater ist die neue Attraktion. Ein Geschenk des Kaisers ans Volk. Mit 100-tägigen Spielen wird der Prachtbau 80 nach Christus eröffnet. Auch Quintus hat eine Eintrittskarte ergattert. Die Tickets sind kostenlos. An sie ranzukommen ist reine Glückssache und kommt nicht oft vor. Dass die Römer ständig im Kolosseum herumsaßen, ist nicht mehr als ein Klischee. Ein ziemlich übles Klischee, wenn man es vom Kolosseum allein sich anschaut. Das Kolosseum hat eine Zuschauerkapazität von 45.000 bis 50.000. Rom hat 1 Million Einwohner und insgesamt hat es vielleicht 25 Veranstaltungen im Jahr gegeben. Und das miteinander multipliziert, kommen Sie darauf, dass der Einzelne statistisch 1 bis 2 Mal im Jahr in den Genuss kam, ins Kolosseum zu kommen, wenn der über gute Beziehungen verfügte, jemanden kannte, der ihm Eintrittskarten zuschanzte, dann vielleicht 3, 4 Mal im Jahr. Aber das ist dann für den normalen Bürger sicher auch die Obergrenze gewesen. Für Quintus die Gelegenheit, Kaiser Titus zu sehen, zumindest aus der Ferne. Seit gut einem Jahr ist Titus der neue Star im Imperium. Die Sitzverteilung im Kolosseum spiegelt die strenge Ordnung der Gesellschaft. Zentral innen der Kaiser in seiner Loge. Umgeben von den Senatoren und Vestalinnen, die wie er ganz unten und nah an der Arena sitzen. Auf dem ersten Rang nehmen die römischen Adelsfamilien Platz. Darüber die freien Bürger Roms. Die obersten Ränge teilen sich Fremde, Frauen, Sklaven und Ex-Sklaven. Das Kolosseum ist der einzige Ort in Rom, wo Kaiser und Volk direkt aufeinandertreffen. Der beste Ort, um die Stimmung in der Bevölkerung einzuschätzen. Deswegen waren die Spiele auch so wichtig für die Kommunikation zwischen dem Volk und dem Kaiser. Das Volk konnte, zum Beispiel in Form von Sprechchören, dem Kaiser direkt signalisieren, was ihm, dem Volk, gefiel oder was ihm nicht gefiel. Und das war ein sehr wichtiges Instrument, auch für den Kaiser zu erfahren, wie seine Maßnahmen ankamen. Der Kaiser nutzte solche Gelegenheit auch, um wichtige Dinge zu proklamieren oder dem Volk etwas zu spendieren. Da kriegte jeder sozusagen ein kleines Tütchen in die Hand gedrückt. Schöne Grüße vom Kaiser. Oft sind es nicht die großen Maßnahmen, sondern die kleinen Gesten, die einen Kaiser beliebt machen. Auch Titus lässt sich für den Auftakt der Spiele etwas einfallen. Sein erster Programmpunkt ist eine Lotterie fürs Volk. Sie bringt das vollbesetzte Stadion zum Toben. Kleine markierte Holzbälle fliegen auf die Ränge. Loskugeln, für die der glückliche Fänger einen Preis erhält. Ob er ein Hauptgewinn ist oder nicht, erfährt man aber erst bei der Vergabe. Je nach Markierung gibt es unterschiedliche Gewinnstufen. Die Preise reichen von Lebensmitteln und Kleidung über Gold- und Silbergefäße bis hin zu Pferden und Sklaven. Wirklich, richtig gut. Nach dem Aufmarsch der Teilnehmer und der Lotterie beginnt das Schauprogramm. Als erstes kämpfen exotische Tiere gegeneinander, dann Mensch gegen Tier. Über Mittag werden Gefangene hingerichtet oder aufeinander losgelassen. Tödlich endet jeder Kampf. Highlight des Tages aber ist der Auftritt der Gladiatoren. Gesellschaftlich stehen sie ganz unten. In ihren Reihen kämpfen Kriegsgefangene, Sklaven, verurteilte Verbrecher, aber auch Freie. Doch sie sind die Helden der Arena, stehen für Disziplin, Mut und Tapferkeit. Eigenschaften, die auch jeder gute römische Soldat besitzen soll. Ihre Kämpfe sind Lehrstunde und Unterhaltung zugleich. Bis heute haben die Gladiatoren nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt, selbst 2000 Jahre nach den Spielen. Das Kolosseum steht nur noch als Skelett,
Der Ruhm seiner Hauptakteure aber ist in zahllosen Graffiti erhalten geblieben. Einige erzählen von Kampfgeschehnissen, wie viele Siege ein Gladiator davongetragen oder wie heldenhaft er sich geschlagen hat. Nur die wenigsten haben ihr Leben in der Arena gelassen. Sie werden wie Spitzensportler behandelt, absolvieren ein festes Trainingsprogramm und haben eigene Agenten. Dann gibt es Graffiti, die erahnen lassen, welcher Fankult um die Kämpfer entstanden ist. Ihnen werden Zeichnungen oder Lobpreisungen gewidmet. Dabei ist es wichtig, nicht einen Verlierer zu unterstützen. Und dann gibt es noch die brisanten Geschichten. Der Gladiator als Frauenheld. Wir kennen zum Beispiel den Gladiator Crescens, der in Graffiti als der Held der Frauen und als Arzt der nächtlichen Mädchen und so weiter auftaucht. Also da gibt es einige Kandidaten, die offenbar sehr beliebt waren bei der Frauenwelt. Ja. Graffiti funktionieren wie ein soziales Netzwerk auf Marmor und Stein. Liebesschwüre oder Schmähungen wurden geteilt, geliked und kommentiert. Auch das Facebook der Antike vergisst nichts. Sogar der eine oder andere Shitstorm ist überliefert. Es gibt einen Graffito, in dem ein Wirt, also der Wirt einer Taverne beschimpft wird oder einer Schenke, das, bei dem es heißt, der mischt also zu viel Wasser in den Wein. Ne? Da stimmt Preis-Leistung nicht so ganz. Sowas kennen wir auf jeden Fall. Wenn sich der Tag dem Ende neigt, pflegen die Römer ihre sozialen Kontakte. Am liebsten in einem Verein. Rund 60% der Bevölkerung ist in Vereinen organisiert. Auch Quintus ist einer Vereinigung beigetreten. Außer ihm gehören Handwerker, Senatoren, Sklaven und sogar Künstler zu den Mitgliedern. Herkunft und Geldbeutel spielen keine Rolle. Was zählt, ist das gemeinsame Interesse. Besonders beliebt sind Begräbnisvereine, Glaubensgemeinschaften oder Handwerkerverbindungen, die sogenannten Collegia. Das Wort Kollege ist ein Überbleibsel aus jener Zeit. Quintus Pompeius Naso. Der Verein von Quintus ist das Collegium Funeraticum. Er sorgt für ein anständiges Begräbnis seiner Mitglieder, ähnlich wie eine Sozialkasse. Dafür werden Beiträge erhoben und Spenden gesammelt und gute Beziehungen genutzt, um an würdige Grabstätten zu gelangen. Als Single ist Quintus dort bestens aufgehoben, denn so ist für sein Andenken gesorgt. Das ist sehr römisch gedacht, denn die Römer haben sehr viel vom Nachruhm gehalten. In der Spitze der Gesellschaft ist es nicht besonders schwer, diesen Nachruhm sich zu erwerben, weil man irgendwelche bedeutenden Taten hat. Aber so ein Feuerwehrmann, an den denkt kaum jemand außer seiner Familie. Und wenn also ein Totenfest anlag, dann geht ein Teil, eine Delegation oder meinetwegen auch alle Kollegiaten gehen dann dahin, gedenken dieses ehemaligen Mitglieds. Und man kann sich sozusagen aus dem Grab freuen, dass die alten Kollegen sich noch erinnern. Also es ist sozusagen auch der Kauf von Memoria, von Gedächtnis. Der Begräbnisverein von Quintus ist alles andere als eine traurige Truppe. Kein Treffen ohne Gelage mit viel Wein. Zwar verdünnen ihn die Römer auch abends mit Wasser, doch je später die Stunde, desto weniger Wasser landet im Getränk. Nur ein üppiges Essen verhindert, dass eine Versammlung in einem Besäufnis endet. Das Abendessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wie die Gebärmutter von einer Jungsau am besten zuzubereiten ist, steht in einem alten Kochbuch. Genauso wie das Rezept für gefüllte Haselmäuse oder gebackene Schweineäuter. Die Bandbreite römischer Genüsse ist groß. Und immer wieder heißt es aut bibat, aut abeat. Saufen oder gehen. Für Quintus entscheidet das Feuerhorn Alarm. Eine Villa brennt. Quintus versucht, so schnell wie möglich zur Brandstelle zu gelangen.
Doch seit dem Tagfahrverbot von Fuhrwerken herrscht nachts auf den Straßen dichter Verkehr. Die Feuerwehr kommt mit ihren Karren und Gerätschaften nur langsam durch den Stau. Als Quintus eintrifft, brennt das Haus lichterloh. Beeilt euch! Das ist die Villa meines Patrons! Zügig, Männer! Geräte abwerfen, wir löschen! Vielleicht muss die Feuerwehr sogar umliegende Gebäude einreißen, damit der Brand nicht ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legt. Die dichte Bebauung Roms ist eine ständige Gefahrenquelle. Obwohl ausreichend Löschwasser verfügbar ist. Überall gibt es Brunnen. Sie liegen höchstens 150 Meter von einem Haus entfernt. In Löschketten kann das Wasser schnell zum Brandort befördert werden. Doch Quintus und seine Kollegen können die Zeit nicht mehr aufholen. Das Haus scheint verloren und mit ihm seine Bewohner. Hilfe! Mein Sohn ist im Haus. Sie müssen ihn retten. Helft mir! Helft mir doch! Helft mir! Ich kann niemand mehr reinschicken. Das Feuer ist zu stark. Die Feuerwehrleute müssen sich selbst schützen. In diesem Fall ist nur noch Schadensbegrenzung möglich. So lauten die Regeln. Quintus, bleib hier! Das ist ein Befehl! Quintus riskiert sein Leben. Er kann nicht anders. Er will den Jungen seines Patrons retten. Mehr Wasser! Die Flammen werden immer höher. Konzentriert euch auf die linke Seite. Los! Mein Sohn! Quintus' Einsatz hat sich gelohnt. Er ist der Held der Stunde. Auch für Falco, seinen Patron. Du hast mein Kind gerettet. Dafür schenke ich dir die Freiheit. Für immer. Wenige Wochen später spricht Falco Quintus von allen Verpflichtungen frei. Und der ehemalige Sklave erhält die vollen Bürgerrechte. Weitermachen. Er bekommt eine Stelle in der römischen Bauverwaltung und damit mehr Einfluss, um gegen den Baupfusch in der Stadt vorzugehen. Quintus' Geschichte ist keine Biografie, aber sie könnte eine sein. Sie erzählt vom Alltag eines Feuerwehrmanns im Römischen Reich. Vom Leben zwischen Prachtbauten und Mietskasernen, von alltäglichen Problemen, von einfachen Menschen in der bedeutendsten Metropole ihrer Zeit, in Rom im Jahr 80 nach Christus.